Oh, das sieht aber sehr schmerzhaft aus, Faye. Komm rein und ich kühle das mit etwas Eis. Warum hast du keinen Krankenwagen gerufen, Faye? Wollte ich ja, aber mein Akku war leer. Guck mal, direkt vor dem Haus. Also war das ein abgekatertes Spiel, aber wer ist sie dann? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Warum siehst du mich denn so an, Mieze? Ich habe deine Decke geklaut und jetzt sind wir Feinde, hä? Huh? Erwürgen, Hals durchschneiden, erdrücken, am Schwanz gegen die Wand knallen. Noch nicht. Aber eines Tages, Mieze. Ed? Bist du da? Hast du schon was gegessen? Ich hab Hunger. Ich kann irgendwas online bestellen. Irgendwas? Das ist mein Lieblingsessen. Im Kühlschrank könnten sogar noch Reste sein. Reste? Ich liebe Reste. Ich schau im Kühlschrank nach. Bestell bitte nichts. Ah, jetzt erfahren wir, warum die ihren Rucksack mitgenommen hat. Dafür sorgen, dass er liefert. Sexy für ihn aussehen, Fotos seiner Familie finden.
eine von 5 Sachen auf meiner Liste, damit er auch wirklich liefert. Aber ich brauche eine sicherere Einsatzbasis. Warte mal. Was haben wir denn hier? Spüle er. Dieser Wein ist köstlich, Faye. Und ich will es ja nicht beschreien, aber bei mir strömt jetzt das Blut in ein ganz bestimmtes Körperteil. Okay. Emilio Salgari, der Sohn des Roten Kosaren. 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 Sehr erfreut, Mrs. Miller. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr mich das inspiriert, Sie in diesem billigen, nuttigen Outfit zu sehen. Mr. Miller, welchen Totengräber haben Sie erledigt, um an diesen Anzug zu kommen? Sorgen, dass er liefert. Verstehe ich nicht. Warte mal, hier ist Wein. So. Sexy Feen aussehen. Was soll ich denn mit dem Löffel machen? Da, warte mal.
wahrscheinlich war es an der Stelle schon gut ausgerüstet, oder? Und es ist ja wunderschön. Und ich habe 60 Chapters, die ich jetzt lesen. Ja, ich kann 60 Chapters jetzt lesen. Ja, es gibt 400 Chapters zur Zeit. Und ich bin auch einfach raus, oder? Abfüllen, ihn verführen und naja. Da sieht jemand zufrieden aus. Na, unterbreche ich da gerade was? Aha. Sagen wir einfach, dass ich mich so bedanke. Trinkspruch? Mein Lieblingsbuch fehlt. Der Sohn des roten Korsaren. Emilio Salgari, stimmt's? Wie ist er gestorben? Du magst Ed Miller? Zudem habe ich sogar eine Geschichte. Also, was gibt's denn da für eine Geschichte? Oh. Die schlimme Art. Ja. Das müssen wir jetzt auch mit seinem Schlafzimmer machen, ne? So, und jetzt unseren Rucksack holen und dann abhauen, ne? Thank you.
Keine Sorge, Schätzchen. Ich komme zurück. Versprochen. Mal angenommen, ich glaube Ihnen, dass Miller unschuldig ist. Was machen wir jetzt und was für Spuren haben wir sonst noch? Schauen wir mal, ob es Faye wirklich gibt oder gab. Ich habe das Datum, an dem sie aufgetaucht ist und den Namen der Firma, wo sie vielleicht einen Wagen gemietet hat. Wollen Sie mir jetzt etwa doch ins Handwerk pfuschen, Ma'am? Touché, Sheriff. Vertrauen Sie mir, Doktor. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Machen Sie sich um Sie keine Sorgen. Kommen Sie rauf. Meine Tante hat gerade erfahren, was für eine Therapie wir machen und dass es gar nicht so schlecht läuft. Sie mochte Seelenklempner noch nie, wissen Sie. Sie ist eine ziemlich schlechte Verliererin, aber sie wird's überwinden. Wobei sie bis gerade eben mit Ihnen zufrieden zu sein schien. Sie haben Seelenklempner auch noch nie gemacht. Nun, da wir schon mal meine Memoiren neu schreiben, warum nicht noch was ändern? Wir helfen. So kriegen Sie alles wieder hin. Indem Sie mir Hilfe anbieten. Wieder und immer wieder. Aber habe ich diese Hilfe auch wirklich verdient? Habe ich es nicht verdient? Habe ich nicht verdient, im Knast zu verrotten? Oder in einem Irrenhaus? Oder vielleicht ein... Vielleicht hätte ich einfach von einer Brücke springen sollen. Ich bin gefährlich. Wäre doch besser für alle. Ed neues Selbstbewusstsein geben.
Sie sind nicht gefährlich, Ed. Und ja, Sie verdienen all die Hilfe, die ich Ihnen geben kann. Der Sheriff hat's auf mich abgesehen. Kann ich ihm nicht verdenken. Faye, Jenny, Samuel, Esther. Ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen, Ed. Faye ist kein Hirngespinst. Auch Jenny nicht. Erzählen Sie mir von Faye. Selbst das kleinste Detail könnte helfen. Warum starten wir nicht? Einfach diese Spirale und ersparen uns meine Lügen. Wir müssen wissen, woran sie sich erinnern, um herauszufinden, warum sie vergessen. Nach dieser einen gemeinsamen Nacht ist sie verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Hallo? Kein Nachname, keine Nummer, keine Nachricht, keine Adresse. Kann ja froh sein, dass die Bude nicht leergeräumt worden ist, ne? Nur ihr Weinglas. Ich habe einige Zeit gebraucht, um es abzuwaschen. Keine Ahnung warum. Seltsam, was? Mal's ob. Buah. Hatten Sie erwartet, dass sie zurückkommt? Ich wollte, dass sie zurückkommt, aber ich wusste, dass sie das nicht tun wird. Ich hatte es erwartet und mir gewünscht. Ich dachte, sie holt ihr Auto. Oder geht in die Stadt. Oder sogar zum Arzt. Ich hatte gehofft, dass sie zurückkommt, schätze ich. Aber es ist was viel Besseres passiert. Wissen Sie noch, dass ich gesagt habe, dass ich aus dem Fenster schaue, mich auf irgendwas konzentriere und meinen Fingern das Schreiben überlasse? Ja, ich glaube, an dem Tag, als Sie Faye trafen, war Ihre Wahl. Ein Vogelschwarm? Wer hat hier jetzt die Gedächtnislücken? Ich nahm einen Baum. Seit dem Tag habe ich das zu meiner Routine gemacht. Tägliche Schreibübung. Baum. Als Ausgangspunkt. An manchen Tagen entsteht so etwas Interessantes. Meistens aber nichts. Aber ich habe beschlossen, dass mein nächstes Buch eine Sammlung von Kurzgeschichten oder Vignetten wird. Im Stil von Beers oder Kafka. Neues Buch? Wie läuft's damit so? Sag ich Ihnen später. Der Inkasbaum kann nicht mehr. Ganz gleich, wie sehr er sich auch bemüht. Schöne Brise heute. Was für ein schöner und stürmischer kleiner Vogel in deinem Auge. Keiner seiner Untermieter sucht das Gespräch mit ihm. Er hatte stets angenommen, sie seien einfach nur zurückhaltend und würden eines Tages doch noch das Wort an ihn richten. Doch heute stellt er sich endlich der Wahrheit. Das sind keine schüchternen Leute, sondern schlechte Leute. Okay. Vor etwas mehr als einem Monat, etwa ein Jahr nach Fays erstem Besuch, ich dachte, es wäre Samuel. Wir hatten schon oft zusammen Schach gespielt und wollten eine Partie vom Abend davor fortsetzen. Ich habe Aufmachen gedrückt. Ja.
Jetzt steht sie wieder vor der Tür. Was haben Sie gedacht, als Sie sie sahen? Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich dachte nicht, dass sie das ist, sondern nur jemand, der so aussah wie sie. Aber so war es nicht. Sie heißt Jenny. Sie ist eine Tochter. Es hat sie gar nicht überrascht, dass sie den Namen ihrer Schwester trug? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Und raten Sie mal, was sie mir erzählt hat, Doktor. Sie hat gesagt, es sei ihre Entscheidung, die Vaterschaft anzuerkennen? Genau. Sie hat gesagt, sie sei sich sicher, ich sei der Vater. Dass es unfair gewesen wäre, es mir zu verschweigen. Dass sie weder meine Hilfe noch mein Geld braucht. Aber wenn ich sie als Tochter anerkenne, könnte ich ein Teil ihres Lebens sein. Und wenn du dich dagegen entscheidest, ist das okay. Wir verschwinden sofort und du siehst uns nie wieder. Aber ruf uns bitte ein Taxi. Sie haben keins gerufen, oder? Sie haben da einen Lauf, Doktor. Tja, ich habe Jenny angesehen. Es versteht sich von selbst, dass Babys nie Gefühle in mir ausgelöst haben. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert. Ich musste sie nur ansehen, um zu wissen, dass sie meine Tochter ist. Ich habe über Gefühlsausbrüche immer gelacht, aber ich sah in ihre Augen und wusste, dass sie meine Tochter ist. Natürlich habe ich Faye keine Antwort gegeben. Ich war verwirrt und ich habe ihr gesagt, ich brauche Zeit. Sie solle mir ein paar Tage geben. Ich sagte, sie könnten bei mir statt in einem Motel bleiben. Okay, Faye und Jenny haben nicht im Haupthaus gewohnt? Da ist ja nur mein Zimmer. Vor etwa 10 Jahren. Als ich wieder einzog, fing Tante Claire an, mich häufiger zu besuchen. Also habe ich die alte Garage zum Gästehaus umgebaut. Es ist besser, meine Tante in sicherer Entfernung unterzubringen. Das ist ein komisches Gefühl sein. Nach jener ersten Nacht, ist je wieder etwas zwischen Ihnen beiden vorgefallen? Nein. Nein. Keine Ahnung. Das war alles so seltsam. Als wären wir plötzlich 20 Jahre älter. Es wäre schwer für mich gewesen, Sie so zu sehen. Ganz zu schweigen davon, wie effizient wir beim ersten Mal waren. Hat sie Ihnen ihren Nachnamen genannt? Hat sie Ihnen von ihrem Leben erzählt? Hat sie was Seltsames gemacht? Hat sie sich dafür entschuldigt, dass sie nach jener Nacht einfach abgehauen ist? Hat sie Ihnen gesagt, warum sie nach jener Nacht verschwunden ist? Hat sie sich entschuldigt? Nein, und ich habe sie auch nicht drum gebeten. Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich das schon gemacht habe? Ich kann's mir denken. Hat sie Ihnen ihren Nachnamen genannt? Hat sie Ihnen von ihrem Leben erzählt? Hat sie was Seltsames gemacht? Haben Sie über die Pille geredet? Ihren Nachnamen hat sie nie genannt? Keinen Nachnamen, keine Adresse. Das hätte ich der Polizei ja gesagt. Ich habe sie auch nicht nach ihrer Nummer gefragt. Sie hat damals die ganze Zeit über das Haus nicht verlassen und
Ich denke mal, wir waren über den Punkt hinaus. Was hat sie Ihnen von ihrem Leben erzählt? Offenbar wollte sie gerade ein Masterstudium anfangen. Sowas in der Art, was Sie gemacht haben, schätze ich mal. Aber dann musste sie das wegen der Schwangerschaft abblasen. Einzelkind, Vater, Witwer, ziemlich vermögend, ziemlich alt, hätte gern Enkel. Hat Faye was Seltsames gemacht? Etwas, das sie stutzig gemacht hat? Oh, nein. Sie war den ganzen Tag bei dem Baby. Hat sich um sie gekümmert. Mit ihr gespielt. Hört sich blöd an, aber ich war sogar ein bisschen neidisch. Wir sind alle blöd. Als sie in jener Nacht miteinander geschlafen haben, hat sie da Verhütung erwähnt? Haben sie danach darüber geredet? Sie war sich sicher, dass sie nie einen Tag ausgelassen hat. Aber klar, keine Methode ist 100% sicher. Mhm. Eine junge Frau, Single, mit einer ungewollten Schwangerschaft. Sie hat nie über eine Abtreibung nachgedacht. Sie hat gesagt, dass sie das zuerst noch wollte, aber nach ein paar Tagen? Ich verstehe das schon. Wie lange waren die hier? Ich habe über diese Zeit nachgedacht und ich würde sagen, fast genau 3 Wochen. Sie kamen an einem Sonntag hier an und Sie wissen ja, dass Sie an einem Sonntag verschwunden sind. Alles in Ordnung? Möchten Sie eine Pause machen? Nein. Wie auch immer. Die ersten beiden Wochen waren ganz gut. Aber dann ist die Sache gekippt. Als würde mein Kopf rebellieren. Als ob es zu stören schien, dass es mir gut ging. Wach auf, Eddie. Wach auf. Warum hast du es getan? Mom? Ich liebe dich, Mom. Ich vermisse dich. Wegen dir sind wir verdammt, Schätzchen. Du bist kein Deut besser als er. Mm.
War das ein wiederkehrender Albtraum? Jede Nacht. Immer die gleiche Botschaft. Und die Tage waren nicht gerade besser. Ich wache total erledigt auf und kann mich an nichts erinnern. Jahrelang hatte ich nicht ständig an sie gedacht. Ich hatte ihren Tod nicht wieder und wieder durchgemacht. Bis... Jenny hat fast 40 Grad Fieber. Bist du sicher? Manchmal können Babys... Was weißt du schon über Babys? Fahren wir ins Krankenhaus. Zieh dich an. Ich schließe dein Auto auf. Ich warte auf dich. Anziehen, okay. Klamotten sind hier aber genug. Ah, hier. Okay. Lesestoff nehmen, Handy nehmen. Okay. Dann nehmen wir hier Lesestoff. Handy. Auto. Was dauert das so lange? Ich habe das Buch nur für den Fall. Jetzt ist keine Zeit zum Vorlesen. Okay, sorry. Ich bin halt gestresst. Hier. In einer Minute sind wir im Krankenhaus. Und das war's? Bis ich auf der Brücke aufgewacht bin. Ja. Es war wie einer meiner Albträume. Es ist vollkommen klar, dass mein Auto in den Canyon gestürzt ist. Dass mich der LKW-Fahrer an der Brücke gefunden hat. Aber woran ich mich erinnere, ist, wie ich sehe... Ich sehe meinen Vater, der sich wieder dazu entschließt, mich zu verlassen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, ohne dass er mich bemerkt, aber... Nein! Nein! Tja. Jetzt wissen wir, woran ich mich erinnere. Schauen wir, was ich vergessen habe.
Wir haben jetzt bestimmt viel zu analysieren haben, ne? Wach auf, Eddie. Wach auf. Warum hast du es getan? So. Jenny. Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Schwester. Ist daran etwas ungewöhnlich? Ihre Augen. Sie sind braun. Aber sie waren eigentlich immer blau. Wissen Sie noch, welche Farbe die Augen von Face Baby hatten? Braun. Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Mutter. Konzentrieren Sie sich auf sie und sagen Sie mir, was Sie sehen. Es war Faye. Sie hat Fays Gesicht. Aber sie ist meine Mom. Wissen Sie noch, wann Sie in jener Nacht ins Bett gegangen sind? So gegen 11? Sehr früh für mich, aber ich war erschöpft. Sehen Sie draußen etwas Ungewöhnliches? Nein, nichts Ungewöhnliches. Der Mond, die Sterne, der See, alles ist normal. Nichts fehlt, nichts ist neu. Nichts. Oh, 50% sekundär. Sind das die Sachen, die Sie an jenem Tag anhatten? Ja. Genau dieselben? Ja, genau dieselben. Okay, sekundär ist durch. Fehlt noch ein primärer Hinweis jetzt. Aber wo? Da können wir nicht hin. Hier? Auch nichts. Was übersehe ich? Fällt Ihnen etwas im Badezimmer auf? Steht was am falschen Platz? Nein. Alles normal. Okay. Zurück zum Anfang. So müde, ey.
wir zwei Bereiche. Da. Können Sie das Gesicht Ihres Vaters erkennen? Er ist wirklich weit weg. 50% primär. Sind Sie sicher, dass diese Reifenspuren von Ihrem Wagen stammen? Könnte sein. Neben den Abdrücken, sind da Fußspuren? Nein, der Boden ist wirklich trocken. Okay, also ist hier nur primär und hier, sekundär und hier ist primär. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gefühle, Ihren Körper. Es ist komisch. Ich bin erschöpft und gleichzeitig voller Energie. Mein Kopf tut weh. Mein Hals. Meine Augen sind schwer und müde. 50% primär. Erkennen Sie Ihren Vater, sein Gesicht? Er hat den Rücken zu mir. Und sein Körper? Er sieht etwas kleiner aus. Dann haben wir alles. So, 100%, 100% Hypnose beenden. Und? Kapitel 5. Und? Was habe ich denn gesagt? Doktor, Sie machen mir Angst. Sie machen mir Angst. Was habe ich gesagt?